Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer brandneuen Folge Feuer im Stu. Die einzige Reaction-Show, bei der ich mir die heißesten Deutschrap-Releases angucke und dabei die schärfsten Chili-Soßen der Welt esse. Jetzt habe ich eigentlich darauf gewartet, auf die nächste Release-Woche. Jetzt habe ich allerdings gesehen, dass heute ein neuer Song von Lance Butters gedroppt ist. Jemand, den ich früher übelst gefeiert habe, jetzt aber in der letzten Zeit jetzt nicht mehr so viel von kam. Ich habe auch gesehen, dass bald eine neue Tour ansteht und dass er auch gleichzeitig eine neue EP gedroppt hat, nämlich die Loner EP. Und so heißt auch der gleichnamige Song, auf den wir gleich reagieren werden. Als erstes gilt natürlich, die scharfe Soße auf unsere veganen Nuggets zu verteilen. Wir haben wieder die Iguana Gold Soße mit goldenen Habaneros. Nächste Woche gibt es eine andere Soße. Und die wird dann mal richtig brennen. Wie immer gilt, großzügig Chili-Soße auf den Nuggets verteilen. Und es darf erst nach einem Getränk gegriffen werden, wenn der Song vorbei ist. Dann würde ich erstmal sagen, guten Appetit. Cheers. So, ich persönlich habe richtig Bock auf den Song. Ich war früher riesiger Lance Butters-Fan. Ich weiß nicht, ob der Sound immer noch dasselbe ist. Es ist ja immer so ein bisschen so Stoner-Deep-Sound. Wir gucken einfach mal Lance Butters Loner, let's go. Das ist Lance. Direkt Lance Butters. Es ist Lance. Er ist einfach der Style-Gott. Das Beat ist auch unnormal böse. Ich einfach irgendwer. Yeah, ihr wisst schon von woher bin. Nicht bekannt von irgendjemand. Oh, dieser Putter-Drip. Junge. Erstmal die Maske habe ich schon immer irgendwie, die war immer schon die coolste Maske, nach Sidos Maske natürlich. Aber, Alter. Diese Maske mit diesen dünnen Schlitzen und diese Jacke ist unnormal geil. Jemandem, der in die Szene kam und mich mitschleppte wie ein Pflegefall. Einzelgänger wie Sam Porter Bridges, als wäre es nicht offensichtlich. Bin auch nicht mit einem Squad oder Mob. Hab keine Fam, keine Gang. Ihr wisst, mit wem ich häng lebe. Schon seit Jahren. Okay, es geht anscheinend darum, dass er halt alleine immer unterwegs war und nie irgendwie krass gesigned war. Er ist meiner Meinung nach bei Chimperator unter Vertrag. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Es war zumindest das letzte Mal, als ich was von ihm gehört habe, war er bei Chimperator unter Vertrag. Aber ich feiere den Sound bis jetzt auf jeden Fall. Es auf jeden Fall hat sich nicht großartig verändert von dem von früher. Waren als Loner, Montag bis Sonntag, straight anti-social, außer paar Namen. Doch die kannst du selbst gerne fragen. Hatte da gerade Raw Long Pace durch die Gegend geschmissen? Gar nichts den Tag lang, dicht und dann schlafen, ist was sie sagen. Doch sie wissen, ich bin da, kommt es hart, bin ich am Start, ist keine Sache der Vermarktung. Ansonsten halt. Boah, ich muss gleich mal gucken, wer das Video gedreht hat. Es ist so einfach gedreht. Und das Ding ist auch, es passt so gut in die jetzige Zeit, weil jetzt ja jeder alleine ist, quasi so Social Distancing-mäßig. Lance Butters einfach. Ich simpel und bequem, sitz rum mit mir selbst und fühl mich super entertained, yeah. Okay, anscheinend kommt jetzt gleich irgendwie so eine Hook. Klingt jedenfalls vom Beat her so ein bisschen fröhlicher auf einmal. Oh, die Schuhe. Leute, gönnt euch mal die Schuhe. Ich glaube, ich zoome gleich mal auf die Schuhe. Boah, das ganze Outfit ist unfassbar geil. Unfassbar geil. Diese ganze Szenerie ist unfassbar krass einfach. Das ganze, dieses cleane Weiß mit diesen schwarzen Akzenten. Der ganze Raum ist ja weiß mit schwarzen Akzenten. Wenn ihr da hinten auf die auf diese Heizungscover guckt, die sind ja auch eigentlich so wie sein Outfit. Nur dieser eine braune Stuhl ist halt das, was das Ganze so bricht. Ein Loner. Bin alleine. Oh, und ich rede gerade noch von dem braunen Stuhl und dann kommt er natürlich direkt rein. Ich sehe, er trägt Asics Schuhe. Auch, ja, sind auf jeden Fall fresh. Noch nicht einsam. Bin scheiß Loner. Bin im Reinen mit mir, wenn ich allein bin. Yeah. Bin scheiß Loner. Bro, ich kann ihn auf jeden Fall verstehen. Allein zu sein hat manchmal schon seine Vorteile. Bin alleine, doch nicht einsam.
bin scheiß Loner. Doch bin im Reinen mit mir, wenn ich allein bin. Yeah. Ich bin er ist einfach der Stoner-Typ. Er hat bis jetzt aber noch nichts über Smoken geredet, oder? Also sonst höre ich das immer so direkt am Anfang raus, aber diesmal dauert es ein bisschen. Aber die Visuals, geil. Bin scheiß Loner. Hab von Anfang an auf mich gebaut, ja, richtig. Denn ich connecte nicht mit Fremden, nur für bisschen Blitzlicht. Ich bin ich nicht. Irgendein Typ, der sich fügt für paar Klicks, Bitch, und es tut mir leid. Doch das Krasse ist, Lance Butters, das war ja schon immer der, der gesagt hat, ja, ich fick auf Charts, ich fick auf alles eigentlich. Aber irgendwie war er doch immer irgendwie im Mainstream da. Und ich meine, mit dem Signing bei Chimperator ist man ja eigentlich automatisch Mainstream, würde ich sagen. Doch nein, bin noch kein scheiß Konsumopfer. Das alles tut nur in der Hoffnung. Die machen meinen Schuh locker. Behalte dein Endorsement, fick dich und deine Coworker. Ihr braucht mich nicht zu supporten, seit Tag 1 mit den gleichen. Und alle immer da, wenn es heiß wird, der Kreis bleibt klein, ist kein Shit-Talk. Wie bei euch allen, ihr sagt es nur um zu gefallen, doch ist nur Gelaber. Geil. Ey. Er hat schon immer irgendwie das gemacht, was er hat immer sein eigenes Ding durchgezogen. Feier ich unnormal. Sag mir, wer ist am Start, Mann? Wenn sie sagen, für dich gibt's keine Vermarktung, kannst du auf dich vertrauen, ha? Weißt du das? Oder hol dich deine Geister, wenn da keiner ist. Bin alleine. Wie er das chillt, einfach. Wie so ein Seestern einfach. Doch nicht einsam. Bin scheiß Loner. Bin im Reinen. Bro, oh mein Gott, besser Mann. Mit mir bin ich allein, bin, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bin scheiß Loner. Bin allein. What the fuck? Ey, er macht zwar immer auf Ernst, aber das ist doch jetzt, das ist doch super funny. Doch nicht einsam. Bin scheiß Loner. Doch bin im Reinen mit mir, wenn ich allein bin. Yeah. Ich bin scheiß Loner. Ich glaube, ich habe seine Maske noch nie so nah detailliert rangezoomt gesehen. Die ist ja eigentlich recht simpel aufgebaut, ne? Also es sind ja, glaube ich, so 3-4 Teile oder so, die halt mit so ein paar Schrauben zusammengemacht sind. Ich finde es aber auf jeden Fall ganz nice, oder? Ja, er hat eine Maske auf, also er hat so eine Strumpfmaske ähnlich mäßig auf, glaube ich. Und dann halt so eine sehr simple weiße Maske mit halt einem Beanie oben drauf. Loner. Geil. Ey, ich feiere den Song unnormal. Und ich habe gerade gesehen, bevor ich das Video aufgenommen habe, dass das Teil dieser Loner EP ist, die anscheinend auch schon draußen ist. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mir die Loner EP gönnen. Habt ihr das Tape schon gehört? Wenn ja, sagt mir gerne eure Meinung. Wie findet ihr generell Lance Butters? Ich habe ihn früher unnormal gefeiert, finde das jetzt auch nice. Genau, wenn ihr natürlich nicht verpassen wollt, wie wir auf der Road zur Angry Cock Soße sind, das ist die Chili-Soße mit über 1 Million Scoville, die beim 1000 Abonnenten Special kommt. Und ja, ich habe meine Abonnentenzahl jetzt öffentlich gemacht, das heißt, ihr könnt auch sehen, wie viele wir haben. Das heißt, abonniert den Kanal, liked das Video, teilt es mit euren Freunden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Release-Woche mit einer noch schärferen Chili-Soße. Und wenn ihr nicht verpassen wollt oder wenn ihr eine kleine Sneak-Preview davon sehen wollt, welche Chili-Soße nächste Woche kommt, dann chillt auf jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal. Dort erfahrt ihr immer die ersten Infos. So, ich würde sagen, bis dann, macht euch eine schöne Woche. Ciao.